News, News, News Flash. News, News, News Flash. News, News, News Flash. Willkommen zum News Flash. Guten Tag, liebe Leute. Hier ist der Silencer. Ich grüße euch und willkommen zu einer neuen Folge meines News Flash. 19 Sekunden geballte Gaming News. Moment. Wie in jeder Folge, ich muss erst meine Eieruhr suchen. Ihr kennt das vielleicht, wenn noch nicht, dann ich zeig euch in 90 Sekunden, lese ich ganz schnell auf witzige Weise Gaming News vor. Und wir wollen auch dann direkt starten. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Heute habe ich sehr coole Infos für euch und es geht los. 90 Sekunden News Flash und jetzt die Softwareverkaufszahlen der Wii U aus Großbritannien sehen nicht wirklich gut aus, jedenfalls für eine frisch eingeführte Konsole. Das bisherige Spielangebot scheint die Käufer nicht zu überzeugen zu können und auch die Verschiebung von Rayman Legends dürfte den Verkaufszahlen nicht helfen. Was ist gefährlicher, Waffen oder Videospiele? Ganz klar, Spiele natürlich. Dies geht zumindest aus einer Umfrage in den USA republikanischer Wähler hervor. Bei der landesweiten Telefonumfrage wurden nur Wähler der konservativen Republikanerpartei befragt. 72% der Befragten waren älter als 45 Jahre. Ja, das ist genauso, als wenn ich Veganer zum Fleischessen befragen würde. Yeah! Wenn das Actionspiel Resident Evil Revelations am 24. Mai 2013 rauskommt, in einer überarbeiteten HD-Version, gibt es keinen kooperativen Modus. Tja, gibt's nicht. Kickstarter scheint immer öfter als Plattform für nicht ernst gemeinte Projekte verwendet zu werden. Diesmal eine X-Wing-Staffel für Rebellenallianz. Die neue Kampagne mit dem Ziel von 11 Millionen US-Dollar soll ausreichen, einen X-Wing zu bauen und einen Piloten auszubilden. Sind wir bescheuert? Nachdem man Roadmap von AMD darauf hinwies, dass 2013 keine Grafikkartenmodelle mehr geben würde, gibt es jetzt aber welche. Sie haben sie angekündigt. Wie viele Gearbox steckt tatsächlich in Aliens Conor Marins? Das hat ja nicht ganz gut abgeschnitten. Und es gibt irgendwie Gerüchte. Ich wollte das noch den Satz eben noch zu Ende führen. Es gibt Gerüchte, dass Gearbox daran nicht viel Teil hatte oder nicht viel Arbeit selber reingesteckt hat. Jetzt hatte ich hier aber noch ganz viele coole News. Ich war heute ein bisschen langsam. Ich wollte es heute mal ein bisschen ausführlicher machen. Das reicht aber nicht für 90 Sekunden. Was habe ich denn noch hier? Genau. Das wollte ich auf jeden Fall euch noch vorlesen. Crysis 3 kommt nächste Woche endlich für den PC. Die PlayStation 3 und Xbox 360 auf dem Markt. Wer seine Version noch nicht vorbestellt hat, soll mit seinen 30 Sekunden andauernden Video, also die haben jetzt ein Video rausgebracht auf eine sehr coole Art. Ich habe es noch nicht gesehen, hatte ich noch nicht die Zeit zu, soll aber sehr, sehr geil sein, weil auch ein bisschen CC Top und sowas dann reinbringt. Ne? Übrigens, kauft euch das Spiel bitte nicht bei Origins, kauft euch das Spiel, irgendwie, weil nicht bei Amazon oder sowas, aber es gibt auch halt bei Gameladen oder halt bei anderen Online-Händlern, gibt es halt den Key, dann ihr downloadet euch den Key und könnt das dann bei Origin freischalten. Das müsst ihr eh machen, wenn ihr das jetzt euch irgendwie so kauft, eine Digitalversion, müsst ihr das eh machen, ne? Und gut. Außer ihr wollt die Retail-Version, also halt diese Box, dann müsst ihr es halt so kaufen, aber ich finde halt die Preise von EA megamäßig eine Frechheit, deswegen. Worauf wollte ich noch hinaus? Und zwar diese Woche habe ich meinen neuen Upload-Plan hochgeladen, bekannt gegeben. Ich sag das nochmal einmal ganz kurz für alle, die das nicht mitbekommen haben. Montags kommt immer Singleplayer. So die aktuellen Singleplayer-Games, die ich halt spiele. Zurzeit habe ich da The Whispered World und Antichamber. Antichamber werde ich aber jetzt in vielleicht einer Woche oder so aufgeben, weil das Game halt kein richtiges Singleplayer ist. Da muss ich mal gucken. Bald kommt ja Crysis 3. Muss ich mal schauen, ob ich das dann Let's Player... Muss ich mal gucken. Oder ansonsten suche ich mir halt noch so ein zweites Singleplayer-Game. Dienstags gibt es dann immer Multiplayer-Spiele. Zurzeit haben wir Chivalry Planetside 2. Heute kommt ein WarZ-Patch raus. Dann werde ich wieder WarZ spielen. Und Counter-Strike, was ihr da hinten seht. Ach, ich spiele so viel, was Multiplayer jetzt angeht. Ne? Multiplayer ist auch einfach nur grob gefasst. Da kommen auch immer unterschiedliche Videos raus, wie ihr das möchtet. Mittwochs ist Newsflash-Tag und eigentlich Commentary. Heute gibt es kein Commentary. Heute wird es Slender geben, wie ich mich erschrecke. Und Donnerstag ist dann wieder Singleplayer-Tag mit Whispered World und ja, halt mit was anderem. Whispered World mache ich übrigens, das ist ein Point-and-Click-Adventure mit meiner Frau zusammen. Müsst ihr anschauen. Ist sehr, sehr lustig, sehr, sehr unterhaltsam. Freitag gibt es dann wieder Multiplayer-Videos mit dem besagten
Multiplayer spielen, samstags wieder Newsflash und Commentary. Je nachdem, wenn es dann welche gibt, aber ich habe halt vor, auch die Commentaries mittwochs und samstags dann rauszubringen. Und sonntags gibt es eigentlich keine Videos, außer ich habe irgendwelche Specials oder ich habe halt noch Videos, die ich raushauen muss oder sowas, dann kriegt ihr die halt sonntags. Ansonsten ist mal Sonntag ein bisschen Ruhe angesagt. Ich muss ja auch noch ein bisschen mal leben und so. Gut, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach hier unter das Video schreiben, ansonsten halt bei Facebook. Heute gibt es auch kein Gewinnspiel. Ja, aber vielleicht so jeden Monat einmal mache ich ein kleines Gewinnspiel. Ich überlege mir auch gerade, ob ich vielleicht irgendeine Verlosung zu Crysis 3 machen soll oder sowas, weil so teuer ist das Spiel jetzt nicht. Könnte ich vielleicht mir einen Key kaufen, aber muss mal schauen. Ansonsten, wartet nicht, sondern schreibt mich an bei Facebook. Alles klar, Jungs. Ciao, ciao, macht's gut.